Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultierland-Video. Ich musste neulich lachen, denn die FSK hat eine eigene App herausgebracht, sowohl für iOS als auch für Android. Windows Phone-Nutzer gucken mal wieder in die Röhre. FSK, das kennen wir alle als freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Wobei, so ganz freiwillig ist das ja nicht wirklich, denn wenn ich meinen Film da nicht einreiche und testen oder beziehungsweise bewerten lasse, dann wird er halt indiziert. Naja, also, was kann die App? Ihr könnt es euch schon denken, wir kriegen hier einfach nur ein Rating über alle Filme, DVDs, Blu-Rays, Kinofilme und. Und ihr könnt nachgucken, sind die für euch geeignet oder nicht? Und es ist ein bisschen okay gemacht, denn selbst wenn es mir total egal ist, weil ich mich nicht dran halte oder weil ich schon 18 und drüber bin, gibt die App etwas an Infos raus, und zwar die Kinostarts. Das ist etwas, wo ich dann sage, ja, kleiner Pluspunkt, dass ich hier auch mal sehen kann, was kommt denn next ins Kino. Ist natürlich dann auch ganz nett gemacht. Und oben haben wir dann noch die Sucheingrenzung 0, 6, 12, 16 und die 18 Jahre. Ihr seht es hier auch an den Vorschaubildern bzw. an den Play-Buttons. Ja, die Trailer sind auch direkt integriert. Etwas weiteres, was man der App zugutehalten könnte. Man könnte es wirklich als Film-App-Datenbank oder so benutzen. Was möchte ich gucken? Was kommt bald raus? Was läuft bereits? Ihr könnt, und auch FSK 18 Trailer, auch wenn die Trailer nicht ab 18 sind, die werden irgendwie nirgendwo eingeblendet. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber wir können ja nochmal gucken. Vielleicht haben sie es inzwischen. Nein, leider gibt es hier keine Filterfunktion, dass ich mir jetzt nur die 18-jährigen Filme angucken kann, beziehungsweise ab 18 Jahre. Gut, Kinofilme sind durch, das kann man durchaus noch benutzen. Dann das gleiche Spielchen nochmal für die DVDs und Blu-Rays. Da kriege ich auch Verkaufsranking nach Wochen nochmal gestützt. Und das ist natürlich tuffig, da kriege ich halt nur alles, so wie es sich gerade verkauft. Infos zu Video on Demand. Hin und wieder gibt es noch mal ein paar weitere Informationen. Die interessieren uns aber nicht, denn wir kommen zum dritten Feature. Natürlich gibt es hier auch eine Suchfunktion. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach mal Big Bang eintippen würde, da könnte man ja meinen, gerade da gibt es verschiedene Treffer. Nein, es gibt nichts Schweiniges. Es gibt wirklich anscheinend nur, Mainstream-Sachen für Serien und dann halt Filme. Was ein bisschen blöd gemacht ist, jetzt kriege ich hier Big Bang Theory nach Staffeln aufsortiert und dann nach Episoden. Und dann kann ich hier noch nicht mal reingehen und mir angucken lassen, Zum Beispiel, ich kann es jetzt gerade nicht nachvollziehen, warum die zweite Staffel von The Big Bang Theory ab 0 Jahre freigegeben ist und die sechste Staffel dann ab 6, die dritte Staffel dann ab 12. Das sind so Sachen, da blicke ich nicht durch, und mal ganz ehrlich, ich bin da, glaube ich, ganz froh, dass ich mir das da keine Gedanken machen muss. Suchfunktion hatten wir auch. Dann gibt es noch ein letztes Gimmick. Wenn euch die FSK mit dieser App noch nicht überzeugt hat, sie installieren zu wollen, dann nehmt doch mal Folgendes. Es gibt ein Quiz. Ihr könnt damit rumspielen natürlich, das FSK-Quiz. Zum Beispiel, Karl ist 10 Jahre alt und möchte ein... Ich glaube, da könnte man fast Trinkspiele draus machen. Natürlich, in heiterer Runde gibt es bestimmt jede Menge Sachen, die man mit dieser App anstellen kann. Also, wir haben einmal das allgemeine Quiz und wir haben auch das Freigaben-Quiz, wo mir dann gesagt wird... Wie ist dieser Film zu bewerten? Ich kriege immer 5 zur Auswahl, und da, ich sag nochmal, in Kombination eventuell mit Alkoholiker könnte man hier etwas wirklich draus basteln. Auch interessant finde ich die unterschiedlichen Vorgehensweisen zwischen der iOS-App und der Android-App. Da sind die Eingabenbestätigungsdinger immer mal wieder vertauscht. Freigabespiel beenden, ja, nein. Freigabespiel, nein, ja. Sehr schön, wer das mal wieder entworfen hat. Und als letztes gibt es noch das Memory-Feature. Ohne Zeitlimit für die, ich will jetzt nicht sagen Waldorfschüler, ohne Waldorfschüler jetzt zu nahe gehen. Ich tanze auch manchmal gerne meinen Namen. Oder dann halt mit Zeitlimit für die Hardcore-User. Auch hier wieder ja, nein, ja, ich möchte es verlassen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Also die FSK, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich denke mal mit jeder gekauften CD, DVDs und jedem Kinoticket
unterstützte die dann auch wieder. So, das soll es jetzt gewesen sein. Eine lustige App-Umschau, was es nicht alles gibt. Ist übrigens gratis und es gibt auch keine In-App-Käufe, dafür aber natürlich auch keine Werbung. Das soll man der App natürlich auch zugute halten. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!